So, und es geht weiter mit Bündnis Digitale Stadt. Ja, schön, dass wir heute hier sein können. Wir stellen heute das Bündnis Digitale Stadt vor. Das ist ein zivilgesellschaftliches Bündnis, was sich so 2019 gegründet hat. Dazu werde ich auch gleich noch ein bisschen mehr sagen. Und das Ziel, was wir verfolgen, ist vor allem die Digitalisierungspolitik, die Digitalpolitik in Berlin aus einer zivilgesellschaftlichen Perspektive heraus zu beeinflussen, mitzugestalten und irgendwie dafür einzutreten, dass, wenn wir irgendwie digitalpolitische Projekte in Berlin verfolgen, alle Bürgerinnen und Bürger, die Zivilgesellschaft irgendwie daran beteiligt werden sollten, Mitspracherecht haben sollten. Das ist die Idee, wo wir herkommen. Wir wollen eben einen Raum für Austausch schaffen, für Transparenz, also digitalpolitische Projekte tatsächlich auch transparent zu machen. Was passiert da eigentlich? Wer macht da eigentlich was? Wer zieht da welche Strippen? Was wird da irgendwie geplant für die Zukunft? Und eben auch zu sagen, okay, das ist eigentlich was, das geht alle an und deswegen sollte man das eben auch transparent diskutieren und da eben auch für eine Beteiligung eintreten. Und das ist so ein bisschen die Idee hinter dem Bündnis. Also wir bewegen uns sozusagen nicht auf dieser bundespolitischen Ebene, sondern gucken eben tatsächlich auf dieser Berliner Ebene, was passiert da eigentlich innerhalb der Digitalpolitik und wie können wir da eigentlich mitwirken und mitgestalten. Gründungsmitgliederinnen und Gründungsmitglieder des Bündnisses sieht man hier. Also das Bündnis wurde 2019 gegründet. Ich erkläre auch noch gleich noch mal ein bisschen was zu dem Hintergrund und wurde eben von verschiedenen Institutionen und Personen wurde die Gründungserklärung, wo es eben um eine demokratische, gemeinwohlorientierte Digitalisierungspolitik in Berlin ging, unterzeichnet. Der Anlass der Gründung des Bündnisses war die Tatsache, dass die Digitalisierungsstrategie von Berlin von einer Beratungsfirma verfasst und mitgestaltet werden sollte. Also dieser Auftrag wurde eben an Ernst & Young vergeben. Das wurde dann irgendwie öffentlich und das hat irgendwie für das Bündnis Digitale Stadt den Anstoß gegeben, sich da eben tatsächlich mal zu organisieren und zu formieren und zu sagen, so Leute, so geht es halt nicht. Also wir können nicht eine Digitalisierungspolitik machen für eine Stadt und dann sagen, schreibt uns jetzt irgendwie hier eine Beratungsfirma, wie wir jetzt irgendwie die Digitalisierung in Berlin gestalten, wie wir Verwaltung, öffentliche Verwaltung digitalisieren und so weiter und so fort. Das hat eben den Anstoß gegeben für das Bündnis Digitale Stadt, für die Akteure, die das eben damals gegründet haben, sich zu formieren und zu sagen so, nee, das geht eigentlich nicht. Wir müssen hier als Zivilgesellschaft, als Bürgerinnen und Bürger, als Interessierte da eben auch tatsächlich ein bisschen ein Gegengewicht entwickeln und dafür einstehen und einfordern, dass es da eben Transparenz gibt. Der Ausgangspunkt der Gründung von dem Bündnis Digitale Stadt ist die Cities Coalition for Digital Rights, die Berlin eben auch unterzeichnet hat, die besagt, dass halt eben verschiedene Prinzipien gelten sollten, ein universeller gleichberechtigter Zugang, Privatsphäre, Datenschutz und Sicherheit und Transparenz, Rechenschaftspflicht, aber eben auch solche Sachen wie partizipative Demokratie, Inklusion, Vielfalt und eben offene und ethische Standards für digitale Dienstleistungen. Ein wichtiger Aspekt, der bei uns jetzt auch noch eine Rolle spielt, ist so das Thema Nachhaltigkeit. Also wie gestalten wir sozusagen auch digitale Infrastrukturen? Wie ist die Zugänglichkeit? Sind da alle Bevölkerungsgruppen gleichzeitig, können daran partizipieren? Also dieses ganze Thema der Inklusion spielt da auch eine Rolle. Und wir versuchen eben auch ganz stark so ein bisschen zu gucken, wie sind eigentlich die Wechselwirkungen so zwischen der Digitalisierung und der stadträumlichen Entwicklung? Also wie sind eigentlich die ganzen städtischen Räume, was wir eben ja auch gerade gehört haben, das ganze Thema öffentliche Räume von Digitalisierung betroffen und wo muss man eben da auch tatsächlich gucken, wie halt da die Rechte der Bürgerinnen und Bürger auch gewahrt werden können. Und wir haben halt als Bündnis Digitale Stadt gesagt, okay, die Stadt hat sich zu diesen Cities Coalition for Digital Rights, zu diesen Menschenrechten im digitalen Zeitalter committed. Also muss sie dem auch gerecht werden und muss eben, wenn sie digitalpolitische Projekte vorantreibt, auch sagen, okay,
wir haben uns zu diesen Prinzipien committed und das ziehen wir irgendwie auch durch und versuchen das auch zu berücksichtigen. Und es hat sich eben herausgestellt, dass es eben gar nicht so einfach ist, tatsächlich diese Prinzipien auch immer bei allen Aspekten zu berücksichtigen. Und wir versuchen als Bündnis Digitale Stadt eben darauf hinzuwirken, auch bei politischen Entscheidungsträgerinnen, Entscheidungsträgern in der Verwaltung und so weiter und so fort, dafür zu sorgen, okay, wenn es digitalpolitische Projekte gibt, dann müssen halt die und die und die Aspekte halt berücksichtigt werden, weil das ist einfach das, wozu die Stadt sich committed hat und womit sie sich ja nach außen hin auch so ein bisschen schmückt. Wir haben mal versucht, so einen kleinen Rückblick zu machen, was haben wir eigentlich gemacht so in den letzten Jahren. Also das Bündnis hat sich eben 2019 gegründet, als es öffentlich wurde, dass die Digitalisierungsstrategie vergeben wird. Wir haben damals gesagt, wir wollen eine Transparenz, wir wollen Mitbestimmung, wir wollen, dass die Zivilgesellschaft mitentscheiden kann, mitgestalten kann, Partizipation. Und eben für eine demokratische und gemeinwohlorientierte Digitalisierungspolitik in Berlin und haben eben gesagt, wir möchten gerne, dass ein Forum geschaffen wird, wo tatsächlich über diese Themen eben auch gesprochen wird. Wir haben uns dafür eingesetzt, dass es einen runden Tisch Digitalisierungspolitik gibt, wo eben verschiedene Akteure aus verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen eben über diese Themen reden können, wo Transparenz geschaffen wird, wo auch Öffentlichkeit geschaffen wird, und haben dann eben tatsächlich diese Gründungserklärung formuliert, die von diesen Organisationen, die wir auch vorhin gesehen haben, unterzeichnet wurde, haben dann uns sehr stark auf das Thema haben uns kritisch mit dieser Digitalisierungsstrategie auseinandergesetzt, und dann kam aber eben noch dazu, dass gleichzeitig auch eine Smart City Strategie entwickelt wurde, wo wir dann als Bündnis auch wieder gesagt haben, ja, was ist das denn jetzt hier? Also jetzt habt ihr eine Digitalisierungsstrategie. 2015 gab es auch schon mal eine Smart City Strategie, die irgendwie in der Schublade verschwunden ist, weil man sich dafür da eigentlich für ein EU-Projekt bewerben wollte, was dann irgendwie nicht geklappt hat. Und jetzt gibt es eine Digitalisierungsstrategie und schon wieder eine Smart City Strategie. Also das ist ja ein einziges Kompetenzgerangel, ein einziger Dschungel an Strategien und Prozessen. Und wo ist denn da jetzt sozusagen eigentlich die klare Linie? Und dann haben wir halt gesagt, okay, wir wollen uns jetzt als Bündnis Digitale Stadt mit diesem Smart City Thema, was eben zu dem Zeitpunkt gerade sehr bedeutsam war, beschäftigen, und haben den ersten runden Tisch zu diesem Thema Smart City Strategie gemacht, weil das eben gerade was war, was zu der Zeit sehr, sehr stark auf der Agenda stand. Davor hatten wir auch nochmal in so einem Workshop versucht herauszuarbeiten, was hat sich jetzt eigentlich sozusagen im Zuge der Pandemie auch an Problemlagen gezeigt, wo sind eigentlich noch große Baustellen, wo kann man eigentlich die Kompetenzen, die es hier gibt in der Stadt, irgendwie auch tatsächlich mal nutzen und bündeln. Und genau, wir haben dann diesen ersten runden Tisch Digitalisierungspolitik gemacht, der auch relativ erfolgreich war, relativ gut besucht war, und haben da eben mit verschiedenen Akteuren so ein bisschen kritisch diskutiert, wie passiert eigentlich die Partizipation bei der Digitalisierungsstrategie und bei der Smart City Strategie und wo soll es eigentlich hingehen. Dann haben wir im Zuge der Abgeordnetenauswahl haben wir mit den Vertreterinnen und Vertretern der politischen Parteien gesprochen und gesagt, okay, wohin geht's eigentlich in der Digitalisierungspolitik? Also wir haben so ein Wahlspezial gemacht, wo wir eben nochmal mit verschiedenen Akteuren gesprochen haben und gesagt haben, okay, was für digitalpolitische Projekte verfolgen Sie eigentlich? Wie stehen Sie eben zu den Themen, die wir eben so vertreten? Wie soll die Zivilgesellschaft eingebunden werden? Inwieweit werden irgendwie Räume geschaffen, wo dann tatsächlich auch mal ein offener Austausch gefunden wird und so weiter und so fort. Das war das nächste Projekt, was wir verfolgt haben, und dann ist das, was wir jetzt sozusagen, was dann jetzt auch in Zukunft am bedeutsamsten wird, es gab eben die es wurde eben bekannt, dass das Stadtportal berlin.de rekommunalisiert wird, also dass es wieder an die Stadt zurückgeht, und da haben wir gesagt, okay, das ist ja irgendwie ein Möglichkeitsfenster, um dann auch wirklich mal zu sagen, okay, wie kann man dieses Stadtportal eigentlich in Zukunft gestalten? Dazu wird Dominik gleich noch ein bisschen mehr sagen. Genau, ja, hier haben wir jetzt noch mal ein bisschen reingezoomt, aber das habe ich ja eigentlich auch schon gesagt, dass wir halt irgendwie diese Wahlveranstaltung gemacht haben mit Wahlprüfsteinen und so weiter und so fort. Okay. Achso, okay.
Ja, genau. Also ich hatte das ja jetzt schon alles ein bisschen erwähnt, ne? Also wir haben halt gesagt, okay, wir wollen eine souverän, nachhaltig und gemeinwohlorientierte Digitalisierung. Haben so ein bisschen geguckt, was ist eigentlich in der Pandemie schiefgelaufen, wo kann Berlin eigentlich daraus lernen. Und dann eben dazu unseren runden Tisch gemacht. Das habe ich jetzt eigentlich alles im Grunde genommen schon erwähnt. Ein paar Beiträge gab es auch schon vom Bündnis in der Presse. Also es gab halt eben, wir haben uns eben mit verschiedenen Themen irgendwie beschäftigt und haben auch nochmal so ein bisschen kritisch angemerkt, okay, wie viel Partizipation gibt es eigentlich bei der Smart City Strategie? Dann haben wir eben jetzt, das letzte war eben gerade ein Beitrag, wo es darum ging, ja, die Rolle von so digitalen Plattformen auf dem Wohnungsmarkt und wie sie sozusagen versuchen, auch bestimmte Regulierungen eben zu umgehen. Und das nächste Thema, mit dem wir uns jetzt halt eben in den nächsten Jahren im nächsten Jahr beschäftigen wollen, ist das Stadtportal berlin.de und dazu wird Dominik noch ein bisschen was sagen. Dankeschön. Jo, danke Friederike. Genau, ich bin Dominik und werde jetzt am Ende noch so ein bisschen den Ausblick und die nächsten Schritte, die wir planen, euch präsentieren. Und vielleicht auch eure Aufmerksamkeit und eure Lust, eure Teilhabe ein bisschen anregen wollen. Das Projekt berlin.de ist deswegen so spannend, weil es einerseits voll im Trend der Rekommunalisierung ist. Berlin ist dann natürlich vorne mit dabei. Und das ist schön, weil es zeigt, dass sich diese Rekommunalisierung, die Gestaltung der Stadt eben zunehmend auch auf den digitalen Raum ausdehnt. Ja? Das Stadtportal ist, würden wir sagen, sowas wie das digitale Herz der Stadt oder könnte es zumindest sein. Ja, es hat über 30 Millionen Aufrufe pro Monat und Verwaltung brüstet sich auch gerne damit, dass es ein ziemlich großes Ding ist mit über 260.000 Einzelseiten. Das heißt, jede einzelne Verwaltungsgliederung, Theater, Kitas, alles was irgendwie im öffentlichen Dienst steht, hat dort auf dem Stadtportal seine digitale Präsenz. Gleichzeitig dient es auch als ein ganz wichtiges Interface für die Bürgerinnen der Stadt, siehe Stichwort Online-Terminvergabe und all die damit verbundenen Probleme, die ja auch heiß diskutiert werden, dass einfach das Portal überlastet ist und nicht mehr so dem aktuellen Stand entspricht. Das liegt unter anderem daran, dass das Portal, anders als viele glauben, eben gar nicht in öffentlicher Hand war, sondern seit 98 privatisiert war. Es war, kann man sagen, ein vollgepackt mit Werbetrackern. Die Datenschutzbeauftragte der Stadt Berlin hat das auch heftigst verurteilt und sagt, das geht überhaupt nicht so. Die Stadt Berlin hat das in dieser 90er-Jahre-Einstellung, Digitalisierung kostet nichts, ist kostenlos getan und die privaten Betreiber haben das sozusagen als ein Boulevard-Nachrichtenmagazin aufgezogen mit allen möglichen Nachrichten, insbesondere auch für Touristinnen, Wirtschaftsförderung stand ganz groß im Vordergrund, aber eben nicht das, wofür so ein Stadtportal eigentlich ja da sein sollte, nämlich für die Bürgerinnen der Stadt selber. Nach einigen Betreiberinnenwechseln kam dann die Berlin Online GmbH, die das Stadtportal betreibt, in die Hand des Berliner Verlages und 2019 gab es ein bisschen eine Aufmerksamkeit, als das berüchtigte Ehepaar Friedrich den Berliner Verlag aufgekauft hat. Die ein oder anderen von euch werden sich vielleicht noch erinnern. Der Herr Friedrich hat dann mal so einen saloppen Spruch, hat er mehrere, aber einen dieser saloppen Sprüche war in Bezug auf das Stadtportal, da können wir prinzipiell jede Dienstleistung ausspielen. Und in dem Moment ist, glaube ich, einigen klar geworden, was der IT-Unternehmer Friedrich eigentlich mit dem Stadtportal berlin.de angestrebt hat. Zu dem Zeitpunkt war dann der öffentliche Druck auch ziemlich groß und das Abgeordnetenhaus, die Berliner Politik hat gesagt, okay, können wir so nicht laufen lassen, wir wollen nicht, dass das hier irgendwie verkommt zum Spielprojekt eines IT-Unternehmers und haben angekündigt, dass sie den Betreibervertrag nicht verlängern.
Und so hat sich die Rekommunalisierung des Abgeordnetenhauses angebahnt. Die ist dann Ende letzten Jahres beschlossen worden vom Abgeordnetenhaus. Und das, was jetzt leider hier unten abgeschnitten ist, besagt, dass seit dem 1.7. tatsächlich das Stadtportal auch wieder in öffentlicher Hand ist. Das heißt, wir haben eine gelungene Rekommunalisierung bereits erfahren. Das ist, muss man so sagen, ein Erfolg, der auf einige Parteien im Abgeordnetenhaus auch zurückzuführen ist und ermöglicht jetzt sozusagen eine Neugestaltung, eine Neuausrichtung des Portals an den Zielen, die wir als Bündnis Digitale Stadt eben auch anstreben und die auch die Stadt selber mit der Cities Coalition for Digital Rights, den dort verfassten Normen, sich selber auferlegt hat. Wir sehen allerdings nicht, dass tatsächlich diese Chance genutzt wird. Das liegt daran, dass die Aufgabe der Rekommunalisierung sehr groß ist. Wir sind mit den entsprechenden Personen in der Berliner Verwaltung auch im Austausch und wir legen Wert darauf, dass wir niemanden hier einen Vorwurf machen wollen. Aber wir möchten einfach betonen, dass dieser Aufgabe der Neuausrichtung des Portals mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden müsste und dass es einfach auch mehr Ressourcen für diese schwierige Aufgabe braucht. Denn man kann nicht mal eben dem ITDZ, dem kommunalen IT-Dienstleister der Stadt Berlin oder auch der Verwaltung, diese Aufgabe, jetzt übernimmt mal dieses Portal einfach so auf, Bürden. Das muss natürlich mit entsprechendem Personal auch unterlegt sein. Wir haben zu diesem Thema im April diesen Jahres einen offenen Brief verfasst, unter anderem an den zuständigen Herrn Gäbler in der Verwaltung und haben im Wesentlichen 5 Punkte mal so herausgehoben, weil wir gedacht haben, okay, jetzt brauchst du doch mal irgendwie eine Vision für dieses neue Stadtportal. Jetzt muss doch mal irgendjemand mal eine Debatte losstoßen, wo es eigentlich hingehen soll. Und diese 5 Punkte waren einerseits, klar, was braucht so ein Stadtportal? Es soll irgendwie einen einfachen Zugang zu allen relevanten Informationen der Stadt bieten, möglichst auch weiterentwickelt werden, im Hinblick auf all die Potenziale, die so ein digitaler Stadtraum auch mit sich bringt. Wir wollen am besten eine möglichst partizipative Entwicklung, nicht nur der Neuausrichtung, sondern auch dann der Redaktion des Stadtportals. Das heißt, welche Inhalte sollen denn dort gesehen werden? Sollen es wieder Boulevardnachrichten sein? Sollen es dpa-Nachrichten sein auf Bundesebene? Ist es das, was das Berliner Stadtportal braucht? Vielleicht eher nicht. Dann die große Frage der Daten. Wie kriegen wir es hin, Privacy by Design zu implementieren, den Datenschutz groß zu schreiben und dennoch dort auch irgendwie gewisse Daten zu nutzen und als Open Data verfügbar zu machen. Beispielsweise die Frage, welche Angebote besonders nachgefragt werden. Wie kriegen wir es hin, hier in dem Portal Open Source von Anfang an so zu verankern, dass man auch interkommunal viel besser zusammenarbeiten kann. Ihr könnt euch vorstellen, alle Städte stehen vor der Herausforderung, ein Stadtportal zu entwickeln. Warum muss immer das Rad neu erfunden werden? Und letztens muss man natürlich auch hier die ökologische Transformation immer mitdenken, auf welchen Servern laufen die, wie kann so ein Stadtportal auch als eine Plattform fungieren, um eine Kreislaufwirtschaft anzuregen beispielsweise, um nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster zu unterstützen. Das sind ja alles Möglichkeiten, die real entwickelt werden aktuell. Das heißt, wir vermissen eine Vision und wir würden gerne so einen Diskurs über die Vergesellschaftung des Stadtportals lostreten. Wir würden dann auch fragen, was denn langfristig damit passieren kann. Wenn wir uns andere Stadtportale anschauen, da gibt es dann einen einheitlichen Login für alle öffentlichen digitalen Angebote. Hier wieder die Frage der Daten. Welche Daten wollen wir eigentlich erheben? Wie gehen wir mit den Daten um? Das sind Fragen, die eigentlich nur im Rahmen einer kollektiven Deliberation, eines kollektiven Austauschs wirklich demokratisch beschlossen werden kann. Das darf nicht in Anbetracht der sensiblen Daten, die dort behandelt werden, aber auch im Hinblick auf die Bedeutung des Stadtportals als Kern der digitalen Stadt, wenn man so will, kann das nicht im Hinterzimmer, kann nicht in irgendwelchen Betreiberverträgen einfach so festgelegt werden, finden wir zumindest.
man kann sagen, es gibt einen kleinen Erfolg auf unseren offenen Brief. Es gab keine inhaltliche Auseinandersetzung leider von Seiten der Verantwortlichen, noch nicht. Aber immerhin hat die Forderung, das Stadtportal unter Expertise externer weiterzuentwickeln, ist in den neuen Koalitionsvertrag der Stadt Berlin geschafft. Hier noch ein paar andere Aspekte, die die Digitalisierung der Stadt Berlin betreffen. Das vielleicht nur am Rande. Nach vielen Jahren des Stillstands, muss man glaube ich so sagen, tut sich jetzt ein bisschen was. Insbesondere geht es hier um den Verwaltungsumbau, aber wir haben auch beispielsweise die Verankerung von Open Source in der öffentlichen Auftragsvergabe und eine Datenschutzberatungsstelle. Da muss man natürlich mal schauen, wie das dann am Ende ausgestaltet wird. Aber es tut sich immerhin ein bisschen was, auch wenn wir uns natürlich wünschen würden, bezüglich des Koalitionsvertrags, dass das Thema Digitalisierung deutlich präsenter wäre. Mal abwarten. Ja, also abschließend können wir sagen, wir glauben, dass dieses Projekt berlin.de eins ist, was in die breite Gesellschaft hinein es vermag, den Leuten klarzumachen, der Bürgerschaft dieser Stadt, wie wichtig es ist, Digitalisierung auf kommunaler Ebene auch mitzudenken. Und deswegen sind wir auch so ein bisschen hier, um das auch euch nochmal klarzumachen. Ja, wir hören viel von europäischen Gesetzgebungsprojekten, wir hören viel von der Bundesebene in Sachen Digitalpolitik und da scheint sich ja auch wirklich was zu bewegen. Aber wenn wir uns fragen, wo wir Menschen im Alltag tatsächlich mit Digitalisierung so direkt konfrontiert werden, dann sind es eben häufig kommunale Strukturen. Ja, dann sind es die Plattformen in der digitalen Daseinsvorsorge, die am Ende von den Städten, den Gemeinden, den Landkreisen vor Ort entwickelt und betrieben werden müssen. Und da sind tatsächlich leider die Menschen häufig, die dafür verantwortlich sind, ein bisschen auf sich alleine gestellt. Und deswegen möchten wir also auch aktiv werben und gerne rekrutieren. Wenn ihr Lust habt, als Einzelperson oder auch als Teile, als Mitglieder einer Organisation, eines Bündnisses mitzumachen. Wir versuchen, einen Raum bereitzustellen, in dem ihr teilhaben könnt, in dem auch ihr eure Ideen und Gedanken reintragen könnt. Und vielleicht bietet sich ja auch hier dieses Stadtportal berlin.de als einen Aufhänger an, um mal die digitale Zivilgesellschaft, so divers wie sie ist, zu bündeln und projektbezogen mal zusammenzuführen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Danke dir. Ihr habt eine Frage auf Twitter. Und zwar wurde die Frage gestellt, wie bewertet das Berliner Bündnis den vorliegenden Koa-Vertrag? Wo seht ihr Licht und wo Luft nach oben? Jo, ich hatte es gerade schon angesprochen und ich muss vorwegschieben, dass wir noch nicht die Zeit hatten, den intensiv durchzugehen. Wie gesagt, hier ein paar kleine Ausschnitte. Also erstmal hätten wir uns, glaube ich, gewünscht, dass Digitalisierung insgesamt ein bisschen präsenter da ist. Wir haben Digitalisierung jetzt unter dem Kapitel Verwaltung subsumiert und da sind, wie man hier auch sieht, wichtige Verwaltungsumstrukturierung da. Wir hatten bisher in Berlin, Stichwort, so eine parallele Strategieentwicklung, die irgendwie ständig sich nur gegenseitig auf die Füße getreten ist. Da scheint sich ein bisschen was anzubahnen, dass man sagt, die Smart City Strategie wird in die Digitalisierungsstrategie integriert und auch von Seiten der Verwaltung, insbesondere Herr Dr. Nägele, der da jetzt ja etwas führend ist sozusagen, hat auch angekündigt, dass man das stärker integriert. Aber das reicht natürlich nicht. Also was fehlt, ist tatsächlich der große Aufschlag, ist die große Vision. Wo soll es hingehen? Wo stehen wir in Berlin in Sachen Digitalisierung 2030? Sowas vermissen wir. Ja, auf jeden Fall. Verständlich. Wir auch. Und ich habe auch noch eine Frage. Und zwar, habt ihr in eurer Timeline von relativ vielen runden Tischen geredet? Und ich kann mir darunter relativ wenig vorstellen. Und ich wollte mal fragen, gibt es das irgendwo protokolliert oder kann man das im Internet so einsehen, was da so passiert ist, wer da war, was gesagt hat und sowas?
Genau, also man kann noch sagen, zum runden Tisch, das Format haben wir uns nicht selber ausgedacht. Das ist ein etabliertes Format, was der runde Tisch Liegenschaftspolitik schon etabliert hat in Berlin. Also die Frage, wie gehen wir als Stadtgesellschaft mit den öffentlichen Liegenschaften um? Diese Frage hat dazu geführt, dass sich Menschen bereit erklärt haben, einen runden Tisch zu organisieren, die sich regelmäßig treffen und verschiedene Leute einladen und diese schwierigen Fragen eben öffentlich diskutieren. Gleiches vermissen wir für die Digitalisierungspolitik und das war so unser Projekt, was wir eigentlich erst gefordert haben, was dann aber nicht kam, dachten wir, gut, wir machen es einfach mal selber. Genau, mal zur Frage, die beiden oder die Veranstaltungen, die wir haben, sind online auf unserer Website einsehbar. Sowohl die Mitschnitte, aber auch die Erklärung, was wir unter runden Tischen verstehen, warum wir das machen. Also schaut da einfach mal rein. Vielleicht noch abschließend ein Wort zum Thema Partizipation insgesamt. Ja. Wir finden es ziemlich eklatant, dass die Stadt Berlin sich begrüßenswerterweise Leitlinien zur Bürgerbeteiligung gesetzt hat. Ja, wo drin steht, dass alle größeren Verfahren, die irgendwie ab einem gewissen Threshold an öffentlichen Investitionen oder eben eine bestimmte Bedeutung erlangt haben, öffentlich angekündigt und dann in ein Beteiligungsverfahren mit öffentlicher Konsultation, Anhörung und so weiter, also in so einen Partizipationsprozess eingebettet werden müssen. Das heißt, wenn hier ein öffentlicher Platz umgebaut wird, wenn öffentlich gebaut wird, dann gibt es eine Ausschreibung, man kann es einsehen. So. Warum gibt es Vergleichbares nicht für Digitalprojekte? Warum soll ein öffentlicher Platz, der umgebaut wird, weniger wichtig, weniger belangreich sein für die öffentliche Gesellschaft als die öffentliche Mobilitätsplattform der Stadt Berlin oder eben das Stadtportal? Ja, das können wir nicht richtig nachvollziehen. Insofern fordern wir hier einfach auch wirklich, dass die Stadt Berlin sagt, wir versuchen die Beteiligungslinien an die Digitalprojekte anzupassen. Das hat es leider auch noch nicht richtig in den COA-Vertrag geschafft. Wird noch, hoffentlich. Mal schauen. Wir bleiben dran und würden uns freuen, wenn ihr dabei seid. Dankeschön. Vielen Dank dir. Vielen Dank euch.